Hallo Leon, wie geht's dir? Mir geht es gut. Gut. Können wir bitte mein Haus einrichten? Aber klar, können wir das machen. Okay. Was willst du denn haben? Ich möchte gerne ein bisschen Spielzeug haben. Was für ein Spielzeug willst du denn haben? Spielzeugflugzeuge. Können wir gerne machen. Geil! Dann tun wir die Spielzeugflugzeuge schon mal in dein Haus rein. Diabo. So, was willst du noch? Ich weiß nicht genau. Können wir schon mal das Bett nehmen? Naja, das geht noch nicht so. Nee. N-n. Oh, schade. Aber wir können auch was anderes nehmen. Und was? Wie wäre es denn eigentlich mit einer Schere? Hier, Tigerbo. Danke, Leon. Kann ich auch den Kleber? Du meinst den Klebestift hier? Hm? Nee, das geht leider nicht. Warum nicht? Weil damit müssen wir noch das Haus kleben. Ach so. Okay, dann ist hier schon mal deine Schere. Wo sollen wir die Schere hin tun? Können die in meinen Schrank tun? Ja, können wir machen. Und jetzt? Keine Ahnung, was wir machen. Komm schon, Digabo. Irgendwas muss dir doch einfallen. Vielleicht ein kleines Pflaster? Gut. Gute Idee. Können wir machen. Wo soll das hinkommen? Vielleicht unter mein Bett. Unter dein Bett? Ja. Okay. Na gut, wenn das sein muss, dann muss es halt sein. Dein Bett kommt hier hin. Okay, Tigabu? Zeig mal. Wow, das ist so schön. Okay, können wir jetzt das Bett holen? Meinetwegen können wir das Bett gerne holen. Aber du brauchst noch eine Matratze, ein Kissen und auch noch eine Decke. Kannst du mir eine Decke und ein Kissen und eine Matratze nähen? Bist du verrückt, Tigabo? Nein. Das geht leider nicht. Wieso? Wie oft muss ich dir es noch sagen? Weil ich keine Wolle habe. Ach so. Okay. Jetzt kommt das Bett langsam rein. Das ist aber schön. Und jetzt? Ich glaube, das Haus ist schon fast fertig. Nein, du musst es noch kleben. Du musst es noch festnageln. Wofür denn das Festnageln? Damit der Kleber besser hält. Ach so. Und überhaupt, du musst auch noch einen Teppich haben, Tigabo. Oh. Okay, dann kleben wir schon mal das Haus. Gut.
hast du es geschafft? Mhm. Leon, warum benutzt du nicht einfach das kleine Loch in den Deckel? Damit kannst du doch kleben. Oh, das wusste ich doch gar nicht. Ach ja? Mhm. Aber das geht nicht. Ich glaube, das ist verstopft. Naja, es ist verstopft, bla bla bla. Die Ausrede habe ich schon oft genug gehört. Na, könntest du mal versuchen. Oh. Meine Kleber hält aber alles zusammen. Oh meine Güte. Ach du Scheibenkleister. Ich glaube, jetzt müsste es aber wieder gehen. Mal gucken. Tatsächlich, es geht, oder? Ja, können wir machen. Gut. Tut mir leid. Warte! Was ist denn? Ich will mir das Haus angucken. Das kannst du auch gleich machen. Okay. Nun müssen wir das Haus erstmal kleben. Okay, jetzt heißt es kleben. Wie schlecht klebst du denn eigentlich? Gut, aber was machen wir jetzt? Wir müssen doch noch die Wände ein bisschen kleben. Okay. Das müsste halten. Okay. Aber zur Sicherheit machen wir das noch mit Zahnstochern fest. Na gut. Danach wird dein Haus auch noch so dekoriert. Was meinst du mit dekoriert? Naja. Dekorieren heißt, wenn etwas dekoriert wird. Ja, weiß ich selber. Was meinst du mit dekoriert? Weiß ich selber noch nicht mal. Okay. Na gut. Dann müssen wir erstmal das ganze Zeug von dem Dach runter machen. Die ganzen Schrauben und Zahnstocher müssen runter. Okay. Warum muss das denn weg? Ist doch toll. Nein, aber das sieht nicht schön aus. Okay. Leon. Okay. Und geht das Dach schon nach oben? Nee. Gut. Machen wir das mal nach oben. Und so sieht das Haus aus. Okay. Dann leg mal los. Okay. Erstmal muss hier ein bisschen Kleber hin. Raus mit den Zahnstochern und rauf mit den Kleber. Okay.
Gut. Und was muss noch mit den Zahnstochern gemacht werden? Guck mal, Tigabo. Das Dach. Aber sonst ist alles okay. Was passiert beim nächsten Teil? Das erfährt ihr beim dritten Teil. Okay, tschüss.